Man kann ihm nicht unterstellen, dass er um ein gutes Image bettelt. Er hat ein karibisches Paradies zerstört, denn er war es, der damals Jamaika verhinderte. Er würde als Jäger, der er ist, Bambi im Wald erlegen. Jetzt ist er aber vor allem der amtlich bestellte Geizkragen der Koalition, in der nicht alle so sparsam haushalten wollen wie er. Zerbricht die Ampel am Geld, Herr Lindner? Fragen wir heute den Bundesfinanzminister und später in der Sendung die stellvertretende Hauptstadtbüroleiterin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Christina Dunz, und Jens Südekum, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Schönen guten Abend an diesem Sonntagabend Ihnen zu Hause, hier unserem Publikum und natürlich herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Christian Lindner. Einen schönen guten Abend auch Ihnen. Darf ich mit dem Jäger beginnen? Sie haben mir eben schon aufmerksam zugehört. Das machen Sie, ne? Seit 6 Jahren haben Sie einen Jagdschein. Stimmt. Machen Sie es regelmäßig? Ich mache es regelmäßig. Also passionierter Jäger, wie das richtig heißt im Jargon. Schon. Ich bin gerne in der Natur unterwegs und liebe auch die Erfahrung im Wald, wenn morgens der Tag beginnt und man sieht, das ist eine Welt, die völlig unabhängig von unserer Welt existiert. Gleichzeitig ist die Jagd eine Form der Hege, also der Wildbestand in Deutschland muss reguliert werden. Das ist kein eigenes Gleichgewicht und es ist eine ganz natürliche Lebensmittelproduktion. Man weiß, das Fleisch hat nun wirklich keine Medikamente gesehen und artgerechter kann die Tierhaltung nicht sein, wenn es keine Haltung ist, sondern die freie Natur. Mhm. Lieber Ansitz oder Treibjagden? Die Drückjagd ist ja was Saisonales, das macht man im Winter. Ja, da nehme ich auch teil, wenn ich eingeladen bin, aber ansonsten sitzt man an und braucht viel Geduld, um in 9 von 10 Fällen nichts zu sehen. Ja. Aber ist dann auch nicht vergeblich, weil, wie ich sagte, die Naturerfahrung hat schon etwas Meditatives. Und ja, Geduld muss ich ja in meinem Beruf sowieso haben. Und wenn man dann so ein Tier erlegt hat, das heißt, glaube ich, nicht so. Also wenn man ein Stück zur Strecke gebracht hat, habe ich richtig hoffentlich gelernt, dann muss man als Schütze auch den Aufbruch selbst machen. Stimmt das? Ja. Bevor man aber das Stück aufbricht, ist es eigentlich unsere jagdliche Tradition, dass wir das Stück, also das Tier, ehren. Und das ist ein, wie ich auch finde, ganz natürliches Gefühl. Denn wenn vor Ihnen ein Lebewesen, ein Tier liegt, dem Sie das Leben genommen haben, also zumindest mir geht es so, dass ein Gefühl des Bedauerns ich nicht verloren habe. Mhm. Aber es ist eben natürlicher Vorgang, wer Fleisch essen will, der muss sich damit auseinandersetzen, dass es vorher Lebewesen gewesen ist. Aber wenn Sie das bedauern, dann brechen Sie es auf. Fällt Ihnen das schwer, das dann? Wie geht denn das? Wie bricht man das auf? Fällt Ihnen das schwer? Das müssen Nein, Sie selber das, machen. Ja, das fällt mir nicht schwer. Nun, Sie müssen es mir beschreiben. Es fühlt sich ein klein bisschen an wie meine Jagdprüfung. Ja. Aber tatsächlich bedeutet es, dass man, kurz gesagt, die Innereien herausnimmt, sodass nur das Fleisch übrig bleibt. Die Innereien verbleiben im Wald und sind ganz schnell weg. Die anderen Tiere nehmen das sofort weg und dann nehmen sie das Tier. Und das geht dann in eine Wildkammer, da hängt das Fleisch ab und dann kommt es zum Zerwirken. Das ist also das, was zum Beispiel der Metzger macht. Und dann am Ende ist es bei mir zu Hause in der Tiefkühltruhe. Und Freunde freuen sich, wenn ich ein Wildgulasch für sie koche. Und ich gehe davon aus, klingt alles so, als könnten Sie dabei entspannen, wenn Sie mal vom politischen Betrieb weit wund geschossen sind. Nun dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt überwiegend morgens und abends meine Zeit im Wald zubringe. Mhm. Leider bin ich viel öfter im Kanzleramt als im Wald. Sprechen wir auch gerne drüber. Keine Kritik, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche in der Lage wäre zu jagen. Mhm. Aber es bringt Ihnen schon eine Form von Entspannung. Ich habe mal, ich glaube, in der Bunten gelesen, dass Sie sagen, es würde Ihnen helfen und auch Abstand zu bekommen und dass Sie Kritik, dass Ihnen Kritik auch schwerfällt, also dass Sie sich das auch zu Herzen nehmen. Welche Kritik ist das? Welche nehmen Sie sich zu Herzen? Unsachliche.
Ich habe kein Problem, kritisiert zu werden für Positionen, von denen ich überzeugt bin und hinter denen ich ganz entschieden stehe. Wenn es unsachlich wird oder persönlich, dann bin ich auch ein Mensch und ärgere mich. Mhm. Da ich aber ein Leben außerhalb der Politik habe, mit Freunden, mit Familie, auch eben mit privaten Leidenschaften, Sie haben jetzt nur über eine gesprochen, deshalb kann ich das in meinem Leben gut ausbalancieren. Für mich ist das Wichtigste persönliche Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit hat jetzt sicherlich eine materielle Komponente, aber nach meiner Überzeugung hat sie auch eine ideelle Komponente. Wer nämlich Freunde hat, die mit ihnen befreundet sind, nicht weil sie ein Amt haben, und eine Familie, eine Frau, die sie in ihrem Leben haben, um ihrer selbst willen, eine Liebe, die nicht ein Interesse verfolgt, das macht wirklich unabhängig. Und ich glaube, persönlich menschliche Beziehungen und Liebe, das ist der größte Reichtum, den man im Leben haben kann. Das haben Sie so schön gesagt, aber ich hatte ja nach Kritik gefragt, also was Ihnen da ganz besonders zu Herzen geht, weil Sie sagten, eine unsachliche Kritik. Ja, ja. Und das kommt natürlich häufig vor. Ja, wir haben jetzt eine ganze Sendung Zeit. Dann fangen wir doch mal mit der, Politik an. Und ohne im Bild zu bleiben, haben wir zumindest festgestellt, dass Sie im Moment die Schrotflinte rausholen, um aus allen Rohren zu schießen. In zig Interviews, allein 5 in 10 Tagen von Ihnen, müssen wir, ja, sollen wir womöglich den Eindruck gewinnen, Sie treibten oder die FDP treibt die Ampel vor sich her. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Die SPD fordert ein Update beim Bürgergeld. Das kommt von Ihnen. Sie zweifeln am Kohleausstieg 2030. Sie beklagen, das kürzlich vorgestellte Rentenpaket reiche nicht. Die Kindergrundsicherung sei ein Bürokratiemonster. Sie versprechen rasche Steuerentlastung und fordern nichts weniger als eine schnellstmögliche Wirtschaftswende. Wie verzweifelt sind Sie, Herr Lindner? Gar nicht, aber ich sehe, wie die Situation in unserem Land ist. Wir haben dramatisch an wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verloren. Nicht jetzt innerhalb der letzten Monate oder 2 Jahre. Im Jahr 2014, vor 10 Jahren, stand Deutschland beim internationalen Standortvergleich auf Platz 6. Und wir sind dann in jedem Jahr runtergerutscht und wir sind jetzt auf Platz 22. Und mich lässt das nicht kalt. Denn ich weiß, alle die sozialen Ziele, die wir verfolgen, und die ökologischen Vorhaben, die unsere Gesellschaft hat, die haben eine Voraussetzung, nämlich ein stabiles wirtschaftliches Fundament. Und darum sorge ich mich. Und ich mache Vorschläge, wie wir dieses stabile wirtschaftliche Fundament wiedergewinnen. Sie machen in der Tat sehr viele Vorschläge. Aber warum, Herr Lindner, macht die FDP die ganze Zeit wieder Vereinbarungen auf, die Sie längst beschlossen haben? Das tun wir nicht. Doch, das tun Sie sehr wohl. Nein. Wenn ich Ihnen ein paar sagen darf, die Streichung des Agrardiesels haben Sie nur einen Tag, nachdem der im Bundestag beschlossen war, wieder in Frage gestellt. Das Rentenpaket, das Sie gerade ganz stolz mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgestellt haben, stellt Ihr Stellvertreter Johannes Vogel jetzt in Frage, sage, das reichte nicht. Das Bürgergeld, das Sie mitbeschlossen haben, dazu sagen Sie jetzt, es braucht ein Update. Es gibt mannigfaltig derlei Beispiele. Also, dass sich der politische Prozess weiterentwickelt, ist klar. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion bietet in öffentlicher Rede Friedrich Merz an, man könne ja gemeinsam über die Schuldenbremse sprechen. Jetzt wollte ich aber bei Ihnen bleiben. Ich will nur sagen, ein zentraler Bestandteil des Koalitionsvertrags. Ich will zum Ausdruck bringen, mit diesem Hinweis auf den SPD-Fraktionsvorsitzenden, dass politischer Prozess weitergeht. Gehen wir Ihre Beispiele gerne durch. Der Agrardiesel ist zuerst vom Landwirtschaftsminister in Frage gestellt worden. Und nein, Sie schütteln mit dem Kopf, jetzt wollen Sie es nicht hören, was ich sage. Nein, sprechen Sie zu Ende. Der Landwirtschaftsminister hat es an dem Tag, als es beschlossen worden ist, in Frage gestellt. Und als Finanzminister sage ich, wenn du einen Gegenfinanzierungsvorschlag machst, es geht nicht um die Maßnahme Agrardiesel, es geht um die notwendige Einsparung. Der Unterschied ist, an der Stelle muss ich sofort widersprechen, Sie haben es beschlossen und anschließend Ihren eigenen Beschluss in Frage gestellt. Nein. Cem Özdemir hat es ja nicht mitbeschlossen. Das ist ein Unterschied. Wir sind ein Bundeskabinett. Und mir geht es ja darum, dass wir den Haushalt ausgleichen. Bei den Maßnahmen, da vertraue ich doch den Fachpolitikern, da vertraue ich doch den fachlich zuständigen Kollegen. Meine Frage ist, was das für eine Kommunikation ist und was es auch für ein Außenbild ist, das Sie abgeben. Mir geht es nur um eins, um sachlich gute Lösungen. Und ich bin nicht zufrieden, wie sich das Bürgergeld entwickelt hat.
Das Bürgergeld hat viele gute Aspekte. Ich nenne jetzt als ein Beispiel, dass wenn ein Mensch aus einer Bedarfsgemeinschaft eine Ausbildung annimmt, dann erhalten diese Auszubildenden jetzt mehr von dem Geld. Vorher ist das alles verrechnet worden. Und das fand ich extrem ungerecht, dass wenn ein junger Mensch eine Ausbildung macht, wird er bestraft dafür, dass die Eltern nicht arbeiten. Ungerecht, ist geändert worden. Ich weiß, aber Herr Lindner. Aber lassen Sie mich bitte sagen, wo ich das Update sehe. Aber wir stellen jetzt fest, das Bürgergeld ist sehr stark erhöht worden. Der Lohnabstand ist nicht mehr gegeben. Wir stellen fest, dass viele das Bürgergeld missverstehen als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir müssen aber immer daran erinnern, das Bürgergeld ist gedacht, um einen Schicksalsschlag abzufedern, wenn jemand in einer schwierigen Lebenssituation ist. Es ist aber keine dauerhafte Einrichtung. Ich gehe sogar so weit, Frau Mioska. Ein Problem der mangelnden Zustimmung zur Ampel ist das Bürgergeld. Ah. Weil auch die Menschen mit einem kleinen Einkommen sagen, ich arbeite und jemand anders arbeitet nicht und hat einen in etwa gleichen Lebensstandard. Was? Das kann nicht sein. Wir wollen ist nicht gerecht. Ich möchte Sie gar nicht abwürgen, weil wir wollen später noch inhaltlich über das Bürgergeld reden. Aber woher kommt denn die mangelnde Zustimmung zur FDP? Sie haben jetzt zwei Drittel an Zustimmung verloren in den letzten zweieinhalb Jahren. Könnte es was damit zu tun haben, dass Sie, zumindest ist das unser Eindruck, Opposition in der eigenen Regierung sind? Die einen sagen, die FDP macht zu viel mit von SPD und Grünen. Die anderen sagen, die FDP blockiert zu viele Vorhaben, die übrigens aber auch mitunter gar nicht vereinbart waren. Ich erinnere mich an einen Brief, den ich im letzten Dezember erhalten habe, der mich sehr berührt und lange beschäftigt hat. Es hat sich zugetragen, wir haben ein Möbelstück gekauft und dann schrieb mir der mittelständische Möbelproduzent, er freute sich, dass wir jetzt dieses Stück gekauft haben und er sei FDP-Wähler und er würde sich freuen, wenn die FDP irgendwann wieder Freiheit und Respekt vor Leistung und Eigentum verteidigen würde. Und wissen Sie, warum mich das berührt hat? Nicht jetzt, weil ich vorweihnachtlich besonders emotional empfänglich gewesen bin, weil ich jeden Tag glaube, Freiheit und Respekt vor Leistung und Eigentum zu verteidigen, wofür meine Partei ja von über 5 Millionen Menschen gewählt worden sind. Die 5 Millionen Menschen 2021 haben die FDP ja nicht gewählt, weil sie das Programm von SPD und Grünen so toll fanden. Sie müssen es aber in der Koalition mit SPD und Grünen umsetzen. Das ist das Problem. So ist es. Und wie jeder feststellen kann, das gelingt nicht geräuschlos momentan. Haben Sie mir aber noch keine Antwort darauf gegeben, weil warum Sie in den Umfragen, zuletzt ist es jetzt ARD Deutschland-Trend, diese Woche bei 4% ist die FDP. Warum vertrauen Ihnen Ihre Wähler nicht mehr? Weil offensichtlich der Eindruck besteht, dass in der Ampelkoalition das, wofür die FDP eintritt, nämlich, wie ich gerade zitiert habe aus dem Brief dieses mittelständischen Möbelproduzenten, Handwerksbetriebs, dass manche Menschen glauben, die FDP habe ihre Überzeugungen, dass unser Land freier werden müsse, dass es mehr Respekt vor Leistung und dem Eigentum braucht, dass wir diese Überzeugung nicht vertreten würden. Richtig ist, wir tun es. Aber strampeln Sie jetzt und geben so viele Interviews und machen jetzt Nein, aber die politischen Realitäten zwingen eben zu Kompromissen. Also ich bin davon überzeugt, dass die FDP sehr viel mehr von ihrem Programm umsetzen kann, als man es 2021 einer 11%-Partei hat zutrauen können. Und deshalb mache ich ja auch Vorschläge innerhalb der Regierungskoalition, was getan werden kann, damit es nicht der FDP besser geht. Wer interessiert sich für die FDP und die Karriere von Christian Lindner? Sie. Ja, aber die Bürgerinnen und Bürger nicht. Sondern den Bürgerinnen und Bürgern geht es doch um die Frage, was wird aus unserem Land? Und da gibt es sehr konkrete Anforderungen, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Unzufriedenheit mit Bildung, Digitalisierung, ungelöste Probleme bei der Migration. Und es gibt Gelegenheiten, über die Politik jetzt abzustimmen. Wir haben drei anstehende Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Dort liegt die FDP auch unter der 5%-Hürde. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie in Thüringen auch Wahlkampf machen? Nein, ich werde in Thüringen mich nicht engagieren. Das Warum ist nicht? Eine alte Festlegung, dass bei einem Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich wir der Thüringer FDP allen Erfolg wünschen, dass wir uns als Bundespartei allerdings nicht beteiligen.
Thomas Kemmerich, müssen wir den Zuschauern noch mal erklären. Das ist der Spitzenkandidat der FDP in Thüringen, frisch nominiert gestern. Das ist der Mann, der 2020 eine Regierungskrise herbeigeführt hat, weil er sich mit den AfD-Stimmen zu einem kurzzeitigen Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Der bekommt, also Sie sagen, Sie machen dort keinen Wahlkampf. Und interessant ist auch, der bekommt aus der Bundespartei keine Gelder für den Wahlkampf. Kann der machen, was er will? Entschuldigung, Frau Mioska, jeder Wahlkämpfer und jeder Landesverband kann immer machen, was er will, ja. Weil in Deutschland wir ja auch innerhalb Parteien das Demokratie- und das Bundesstaatsprinzip haben. Verstehe ich, aber ist es normal, dass der kein Geld bekommt? Es ist keine Filiale. Ja, so war die Verabredung aller 15 Landesverbände und dem Bundesverband. Mhm. Ich glaube aber, dass die viel wichtigere Wahl die davor stattfindende Europawahl. Genau, und da habe ich eine zweite Frage, denn hat das mit Thüringen zu tun? Was ist denn da eigentlich los? Weil es ist auffällig, dass in Thüringen Ihre Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dezidiert nicht erwünscht sei. Mit Genscher hätten wir längst Frieden, sind Sätze, die wir aus Thüringen hören. Und Thomas Kemmerich hat sich da ganz ähnlich geäußert. Wie kann das passieren? Warum haben Sie das nicht im Griff? Weil eine Partei von Vielfalt lebt und dieser Landesverband geht seinen eigenen Weg. Aber ärgert Sie das nicht? Der desavouiert Ihre Spitzenkandidatin in Europa und Sie sagen, ach, das ist seine Meinung? Marie, ja, so ist es eben in der Demokratie. Das sind keine Kommandoempfänger innerhalb einer Partei, erst recht nicht in einer liberalen Partei. Der Landesverband Thüringen entscheidet sich für diesen Weg und ich wünsche viel Erfolg. Das ärgert was Sie Marie, aber. Das akzeptiere ich. Was Marie-Agnes Strack-Zimmermann angeht, nun, sie ist nicht mehr nur die Spitzenkandidatin der FDP in Deutschland, sondern auch die europäischen Liberalen haben sie unterstützt. Und ich rechne mir sehr viel für diese Europawahl aus, weil Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine doppelte Kampfansage ist. Sie ist einerseits natürlich die Kampfansage zum Beispiel an die AfD, die aus der Europäischen Union einen Steinbruch machen wollen. Die wollen mit dem Gedanken spielen, aus der EU auszutreten. Das würde Deutschland wirtschaftlich ruinieren und politisch isolieren. Das Programm der AfD ist ein echtes Risiko für unser Land, würde es umgesetzt werden. Auf der anderen Seite sehe ich allerdings, dass Ursula von der Leyen als CDU-Spitzenkandidatin und Kommissionspräsidentin unendlich viel Bürokratie gebracht hat, teilweise auch ideologisierte Verbote versucht hat, wie beim Verbrennungsmotor. Und hier ist unsere klare Positionierung, die Europäische Union soll ein tägliches Freiheitsversprechen sein und nicht so eine Bürokratiefalle, wie wir das gesehen haben. Deshalb verspreche ich mir viel von der Europawahl. Ich möchte noch mal zurückkommen zu Ihrer Oppositionsrolle innerhalb der Regierung. Und wir haben kurz schon angesprochen, Anfang des Jahres sind Zehntausende Landwirte auf die Straße gegangen, um gegen Subventionsabbau und die Streichung des Agrardiesels zu protestieren. Und da gab es eine Veranstaltung am 15. Januar am Brandenburger Tor, wo Sie aufgetreten sind. Da wollten wir mal einen Ausschnitt ansehen. Was ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klimaklebern. Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt. Und das ist ein Unterschied. Viele von Ihnen glauben, hier in Berlin würden nur irgendwelche Städter Politik gegen das Land machen. Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen. Herr Lindner, was ist da passiert? Die Ampel hat diese Leute so erzürnt, dass sie gegen ihre Politik, auch gegen ihre Beschlüsse auf die Straße gegangen sind. Und dann stehen sie dort und versuchen, sich mit den Landwirten zu solidarisieren oder suchen zumindest ihre Nähe. Ich bin zunächst mal hingegangen und habe mich da ausbuhen lassen und habe vertreten, dass der Agrardiesel als Subvention entfallen muss. Ich habe ja nicht gesagt, oh, ich bin jetzt beeindruckt von euch und wir können hier nichts machen. Sondern ich habe dort gesagt, ich habe ein Angebot für euch. Das haben Sie jetzt nicht eingespielt, sondern nur das, wo Sie glauben, mich ein bisschen vorführen zu können. Nein. Ja, wie auch immer. Ich verstehe Spaß. Aber ich will nur sagen, ich habe dort gesagt,
es muss einen Beitrag auch von euch geben, aber das Angebot ist, ihr wollt doch keine Subventionsempfänger sein, ihr wollt doch eine unternehmerische Landwirtschaft und das Angebot ist, wir reduzieren die ganze lästige und teure Bürokratie und auf der anderen Seite kann dann auch mal eine Subvention entfallen, die ist übrigens nur deshalb gestrichen worden, weil wir auf der anderen Seite die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe für alle gestrichen haben. Und genauso ist es gekommen. Jetzt müsste man ja die Fortsetzung dieser Geschichte machen. Ist ja einige Monate her. Haben wir ja eine Gelegenheit. Und was ist passiert? Wir haben die Flächenstilllegungen, die es in der EU gab, die haben wir in Deutschland ausgesetzt. Das hilft der wirtschaftlichen Situation der Betriebe. Und wir haben auch im Steuerrecht Möglichkeiten gefunden, um die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe auch darüber zu stärken. Auch darüber wollen wir inhaltlich noch das gleich vertiefen. Aber das soll eine sehr lange Sendung sein. Ja, nein, aber weil hier ja ein wirklich brillanter Rhetoriker sitzt, ist uns natürlich aufgefallen, was Sie da für einen Satz gesagt haben. Wie kommt es zu diesem Satz, die Bauern ehren das Brandenburger Tor? Naja, es ist nun so, dass wir alle Sorgen hatten hinsichtlich der Proteste. Ich erinnere Sie an die Szenen, die es gab mit Robert Habeck. Die Sorgen, die es gab, weil Galgen aufgehangen worden sind. Das war doch die Situation Anfang des Jahres. Aber die Bauern ehren das. Wie ehren denn die Bauern das Brandenburger Tor? Indem sie sich vor das Brandenburger Tor stellen und es nicht beschmieren. Und in einer friedlichen Form demonstrieren, wo es vorher Sorgen gegeben hat. Während noch auf der, größer. Während, das war sehr viel Pathos. Ja, also ich geschenkt, Frau Mioska. Man kann aus jeder Rede irgendwelche Versatzstücke rausholen und kollagieren und dann versuchen, damit Politik zu machen. Ich schenke Ihnen den Punkt. Ich würde viel eher über die Sache sprechen, nämlich über den Punkt Opposition in der Regierung. Mhm. Das ist ja so ein Narrativ, das höre ich regelmäßig. Aber stimmt das eigentlich? Wer hat eigentlich die letzten Wochen blockiert, dass die Bezahlkarte für Asylbewerber kommt, die wir dringend brauchen, um den Magnetismus des deutschen Sozialstaats zu reduzieren? Wer blockiert eigentlich gegenwärtig die sogar verfassungsrechtlich notwendige rückwirkende Senkung bei der Steuer? Ich muss ja den Grundfreibetrag für die Bürgerinnen und Bürger und die Rentner zum 1.1. rückwirkend reduzieren. Sie nehmen sich wieso, da wieso wird das noch blockiert? Und auch das marktwirtschaftliche, weniger bürokratische Klimaschutzgesetz, das in der Schublade liegt, das der Bundestag beschließen könnte, wird gegenwärtig blockiert. Also ich bin total offen und bekenne, ich winke nicht alles durch. Aber einseitig zu sagen, die FDP sei Opposition in der Regierung, trifft den Sachverhalt nicht. Das glaube ich Ihnen gerne. Ich glaube sogar, dass Ihnen Sie das alles so sehr ärgert, dass Sie mit einem Déjà-vu möglicherweise einer Situation spielen, die sich schon mal in Deutschland zugetragen hat. Und auch die wollen wir uns ansehen. Es gab nämlich schon mal in Deutschland eine Situation, in der die FDP eine Regierung hat platzen lassen. Und da spielte ähnlich wie heute, kommen wir ja nachher auch noch zu, ein Papier eine Rolle, in der nichts Geringeres gefordert wurde als die Wirtschaftswende. Und zwar von dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff. Lambsdorff schlägt in seinem Papier langfristig Kürzungen in allen Bereichen der Sozialpolitik und erhebliche Steuererleichterungen für Unternehmen vor. Herr Bundeskanzler, halten Sie das Lambsdorff-Papier für kompromissfähig? Es ist ja keine Vorlage an das Kabinett. Die Frage nach einem Gesamtkompromiss stellt sich nicht. Sondersitzungen der Fraktionen. Lambsdorff ist wegen seines Papiers zur Wirtschaftspolitik zum Kanzler bestellt worden. Das Papier wird zum Scheidungsbrief. Für ein paar Stunden ist er noch Minister. Sie können auch Minister zu mir sagen. Gegen Mittag macht sich Bundeskanzler Schmidt auf den Weg in den Plenarsaal, wo er vor versammeltem Haus das Ende seiner Kanzlerschaft und der sozialliberalen Koalition eingestehen und verkünden muss. Der Bundespräsident verabschiedet noch am gleichen Tage die zurückgetretenen FDP-Minister Genscher, Lambsdorff, Baum und Ertel. Die solide Mehrheit von 1980 zerbröckelte an den Milliardenlücken, die sich im Haushalt auftaten. Noch am Abend entscheidet sich der Bundesvorstand der FDP mit knapper Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU. Unverzüglich beginnen die Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung. Herr Lindner, jetzt stellen wir mal wieder im Hier und Jetzt uns vor, Sie sitzen da, gucken sich solche Bilder an und denken: Mensch, Hans-Dieter, wie war das damals, als du zum Bundeskanzler gegangen bist und gesagt hast, jetzt sind wir raus? Gibt es da auch so ein bisschen eine Erleichterung bei Ihnen, wenn Sie das nur in der Fantasie durchspielen können, dieses Raus aus der Koalition?
Nein. Man darf ja nicht vergessen, dass die FDP 1982 mit der sogenannten Bonner Wende ihre Existenz aufs Spiel gesetzt hat. Das war ja ein Sprung in auch eine innerparteiliche Konfliktsituation. Die Älteren erinnern sich, oder wie ich kenne es aus den Berichten und aus dem Geschichtsunterricht, dass auch meine Partei damals ja viele, viele Mitglieder verloren hat und Wahlen danach verloren hat. Also insofern, damit spielt man nicht. Richtig ist aber, und das hat mir immer Respekt abgenötigt vor Genscher und vor Lambsdorff, die FDP hat historisch gezeigt, dass sie für als richtig Erkanntes im Falle eines Falles sogar die eigene Existenz aufs Spiel setzt. Mhm. Sie hat damals Steuersenkungen gefordert. Die Sache war komplexer. Sie hatte erst Steuererhöhungen zugesagt sogar. Ja, die Situation damals war, einerseits Helmut Schmidt hatte keine Mehrheit mehr für den NATO-Doppelbeschluss in der SPD-Bundestagsfraktion. Willy Brandt war dagegen. Für den Haushalt 1983 gab es ebenfalls keine Verständigung mit der Sozialdemokratie. Und es gab eine eklatante Wachstumsschwäche. Und es gab kein gemeinsames Verständnis dafür, wie das überwunden werden kann. Wachstumsschwäche haben wir heute auch, da ist schon eine Parallele. Aber hier endet dann doch die Parallele. Denn bisher, trotz all dieser Diskussionen, die wir gerade geführt haben, wer blockiert hier wen, haben wir es ja in dieser Koalition immer vermocht, die auch großen Unterschiede zu überbrücken. Und glauben Sie mir, ich spüre jeden Tag die Grenzen, an die wir stoßen, weil es sehr unterschiedliche Auffassungen davon gibt, wie die Menschen leben wollen, wie die Wirtschaft funktioniert, was die Gesellschaft braucht. Mhm. Aber trotz dieser Grenzen, die ich spüre, haben wir es bis dato immer geschafft, auf einen Nenner zu kommen, wenngleich es mitunter Arbeit und Anlauf benötigt aber hat. Aber wenn Sie jetzt Ihren Leitantrag eine Wirtschaftswende für Deutschland nennen, und es gibt ja ein paar Parallelen, spielen Sie dann zumindest mit dem Déjà-vu und versuchen vielleicht irgendwie Verhandlungen hochzutreiben und sich teurer zu verkaufen bei den Haushaltsverhandlungen? Nein, das Wort Wende verwenden wir heute ja eher im Zusammenhang mit der Energiewende und der Verkehrswende. Und ich finde, wenn jetzt aktuell was gewendet werden muss, dann ist es die wirtschaftliche Entwicklung. Denn wir haben eine eklatante Wachstumsschwäche. Und ich hatte schon gesagt, wir sind von Platz 6 auf Platz 22 runter. Das muss eigentlich jeden überzeugen. Auch ein überzeugter Sozialdemokrat muss erkennen, dass wenn er für seine Vorhaben, den Sozialstaat und so weiter, wenn er dafür Mittel, neue, zusätzliche Mittel gewinnen will, dass erst der Wachstumsmotor wieder angeschmissen werden muss. Insofern gehe ich davon aus, dass wir ein gemeinsames Verständnis erreichen. Vielen Dank, Herr Lindner, für das Gespräch bis hierhin. Und wenn Sie die ganze Sendung sehen möchten, dann klicken Sie jetzt hier.